So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von der WWE 2K14 Challenge. Ja, eine weitere Challenge steht an. Es steht aktuell, ich habe vergessen, mir die Übersicht aufzumachen. Das schaffe ich noch eben. Das mache ich noch mit euch zusammen. Moment. Ich muss das richtige Dokument finden. Da. Okay. Es steht 9:12. Ich habe einmal aufgeholt, ich erinnere mich. Okay. Ja. Die heutige Challenge kommt von Otto Kluge und er sagt, Spieler Yokozuna gegen The Miz. Du darfst nur Sprünge und Finisher. Du darfst nur Sprünge und Finisher zeigen? Nee. Achso. Du darfst nur Sprünge und Finisher machen. Auch Content darfst du. So. Und das mache ich. Schwierigkeitsgrad habe ich auf Legende eingestellt. So wie eigentlich immer. Matchregeln habe ich jetzt nicht verändert. Hat jetzt nicht explizit gesagt. Ich weiß nicht so ganz, wie das mit Taunten ist. Ich werde es einfach machen, weil es sonst etwas schwer ist, mit dem Finisher zusammenkriegen. Ich werde mein Bestes geben. Und ich würde mal sagen, los geht's. Und auch diese Episode wird euch präsentiert von WrestlingGames.de, der Seite für Wrestling und MMA Games. Ja, ich wollte irgendwas gerade sagen. Habe vergessen, was. Mal sehen, ob ich daran denke, das ganze Match über. Nur Finisher. Und Sprungaktion, vor allem mit Yokozuna. Natürlich könnt ihr mir auch wieder Challenges einschicken bei YouTube WrestlingGames.de, wie ihr wollt, Banzai Drop. Ah, ich darf kein Signature Move machen. Okay, ich bin hier gezwungen, ihn zu whippen mindestens einmal. Also Whips gehen im Prinzip okay, oder gehen im Prinzip klar. Okay, mal sehen, wie ich das machen werde. So. Wie mache ich das denn? Darf ja nichts zeigen. Ja, dann würde ich mal sagen, muss ja erstmal irgendwie zu liegen bringen. Mike das. Weiß ich nicht. Ich muss taunten. Ja, ich bin im Prinzip gezwungen zu taunten. Weil der bleibt ja erstmal eine gewisse Zeit lang nicht liegen. Ich kann euch das mal zeigen, wie lange ich brauche, bis ich hier runterkomme. Wie lange das dauert. Hochkommen meine ich natürlich. Und jetzt weiß ich, ich muss ja eine Miss erstmal irgendwie. Ihr wisst schon. Bisschen attackieren. Aber ich kann das ja nicht wirklich. Da. Ja. Mal einfach starke Irish Whips, die sind ja wahrscheinlich erlaubt. Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als diese ständig zu machen. So, nimm das. Nimm aufs Top Rope. Und dann können wir mal angesprungen kommen. Jawohl! Mir ist was gelungen. Aufs Top Rope, Yokozuna. Geh aufs Top Rope. Nochmal den Double Extended und abgefangen in den Backbreaker. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Nein, mein Freund. Ich gehe aufs Top Rope. Satt. Schwer. Gut, den habe ich gerade bekommen. Sitzt. Jawohl. Taunten. So, dann einmal dahin. Taunten. Banzai. Nee, was sagt jetzt der Banzai, ne? Banzai. Guck, ich kenne mich leider mit dem Golden Era Wrestling nicht so aus. Oder mit Wrestling allgemein nicht von ganz früher. Ehrlich gesagt, kenne ich mich eigentlich fast nur Wrestling aus, was im Recent Past passiert ist. Recent Memory. Bis auf das, was man auf DVDs so sieht oder so, ne? So. Taunten! Der Taunt dauert zu lange. Das kann ich schon mal sagen. Du sollst einmal in die Ecke, denn ich will zu Ende taunten. Kann irgendwo nicht ganz angehen. So. Dahin. Okay. Signature Move darf ich nicht machen. Steht ja so. Wie gesagt, ich mache nur Irish Rip so, weil er gesagt hat, dass ich Finisher verwenden darf. Aber da das Ganze ein Banzai Drop ist und ich ihn da gezwungenermaßen rippen muss, erlaube ich mir einfach mal, dass ich auch Whips machen kann. Okay? Wenn nicht, explizit reinschreiben. Pen!
Ist das der Sieg für Yokozuna? Ah, Mist. Der kommt da nochmal raus. Glaub's nicht. Dann gehen wir aufs Top Rope und warten, bis er ankommt. Yokozuna! Springt in die Lüfte. Oder aus der Luft. Sollte nicht sein. Jetzt kriegen wir was ab. Im DDT an den Fuß. Und hat niemand Schuhe an. Ohne Polster. Wenn man so will. Ohne Polster, wenn man so will. Top Rope. Top Rope. Top Rope. Und dann kommt er angesprungen. Aber wieder werden wir gekontert. Ey, das ist doch ekelhaft. Scheiß Diving-Aktionen, die bringen einen überhaupt nichts. Ich müsste mich wahrscheinlich konzentrieren auf das irgendwo hinwippen. Und dann taunten. Ich habe das Gefühl, dass Mist gleich einen Finisher hat. Also wenn ich dann meine Annahme recht bekomme. Ah, wir können ja auch taunten, ne? Jetzt hätte ich zum Beispiel die Chance gehabt, aus Top Rope zu gehen. Aber nein, Franz muss ja wieder was anderes machen. Wo willst du hin? Bitte mach deinen Finisher nicht. Oh Gott. Alter. Alter. Kann ja auch wieder Countout gewinnen, ne? Aber der, sein Move ist ja von vorne. Das heißt, ich kann es riskieren eigentlich. Ich könnte es theoretisch riskieren, wenn er jetzt nicht einen Wake-Up-Taunt macht oder so. Ah. Mist dich. So. Taunten. Okay. Komm her. Ich muss ja irgendwie Offensivaktion zeigen können. Da ist er. Alter. Fuck, macht der Wake-Up-Taunt, ne? Komm, dreh mich um. Ne, macht ein DDT. Interesting. Alter. Hat er auch Signet, er hat auch Fegefeuer Leglock. Alter, wart! Das schafft keiner, den Yokozuna so zu überdehnen oder wie auch immer man das nennen will. Jetzt hör doch auf! Hör doch auf die Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira.de! Alter, jetzt lass mich nochmal in Ruhe! Plumpst er einfach übers Seil. Wer will doch nicht etwa einen G-Moment zeigen oder was? I am the best around. Jawohl. Das kann der Sieg werden. Vielleicht Finisher. Du sollst dahin. Yokozuna kommt angesprungen und macht jetzt im Banzai Drop. Ist das Bonsai oder Banzai? Banzai. Okay, mal sehen, ob das reicht. Könnte reichen. Und Pin. 1, 2, 3. Na, ist ja wohl nicht möglich. Darf nichts machen. Okay, das war jetzt ein Konter, okay? War ein Konter, Leute. Habt ihr verstanden? Wollte ihn eigentlich nur dahin whippen. Jawohl, und das ist jetzt der Sieg. Ich glaube nicht, ich hol auf. Auch wenn mir die Diving-Aktionen eigentlich gar nichts gebracht haben. Aber es kommt dann natürlich auf meiner Seite. Banzai Drop zum Sieg. 2, 3. Er steht 10 zu 12. Meine Damen und Herren, 10 zu 12. Immer noch für euch. Aber ich hol auf. Bin wieder meine glorreichen Tage anknüpfen können, wo ich wie viel geführt habe? 8 zu 5. Hört, hört. Ach ja. Ich hoffe, das ist so okay, Otto Kluge, dass ich das so gemacht habe mit den Whips und den Taunten. Aber ich glaube, das war okay, ne? Wenn nicht, schreibst du mal in die Kommentare. Anders empfinde ich es nicht als machbar? Oder wie? Ja, wie sehr hätte ich auch sonst einen Finisher machen sollen, ohne Whips. Gut, soll es gewesen sein. Wir sehen uns übermorgen wieder bei einer weiteren WWE 2K14 Challenge. Deine Preview. Sind wieder ein paar mehr Leute im Ring. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.
Challenges in die Kommentare oder bei WrestlingGames.de. Haut da rein. Bye, bye.